sehen. Wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer? Wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer? So vielen Skatern einfach down herunter zu rasen, das ist ein Gefühl, das kann man so nicht beschreiben. So. Das ist für mich einfach auch eine sehr starke Euphorie und Energie, die da herrscht, wovon man einfach mitgerissen wird. Wenn du in diesem Sog bist, das ist wie so ein Film. Das ist wie, es fühlt sich an, als ob es keine Regel gäbe. Es fühlt sich an, als ob einfach nur Peace, Love und Harmony. Auf diesen Go Skateboarding Days ist das, so, dieses Gefühl von diesem Tag ist wirklich nicht an anderen Tagen wirklich, das ist, weil dann so viele Skateboarder dabei sind, so krass, dieser Support und das Ganze, unfassbar gewesen. Gewusst, was hier in Aachen stattfinden wird. Deswegen war die Planung zum Go Skateboarding Day eher sehr simpel zuerst, dass wir einfach einen Spot anfahren und dann noch einen zweiten Spot anfahren. Dann natürlich sehr Bock gehabt auf den Downhill. Sehr, sehr wichtig, dass ich übrigens mal einen Downhill fahren wollte hier in Aachen, dass wir definitiv, weil seit 18 Jahren Go Skateboarding Day haben wir uns immer direkt an einem Spot schon getroffen und dann war halt Session da und dann war immer Ende. Und deswegen wollte ich unbedingt dieses Jahr das Ganze definitiv mit diesem Pushen und alle zusammen, mit der ganzen Stadt und auch mit denjenigen, mittlerweile ist ja nicht nur die ganze Stadt, sondern mittlerweile sind ja auch, kommen ja ganz, ganz viele angereist aus Nürnberg, Berlin, Leipzig, die Belgier, Holländer, Luxemburger, so ganz, ganz viele kommen mittlerweile nach Aachen, diese geile Stadt zu skaten, diese geile Streetspots zu sehen und dann wirklich durch die Straßen zu düsen und diese Downhills zu fahren. Und deswegen, das war ein großer Punkt, dass Downhills wichtig waren jetzt für diesen Go Skateboarding Day und deswegen habe ich das bei dieser Tour mit eingeplant. Aber jetzt kommt das Problem, was halt wirklich dann das große Problem war, dass an 3 Tage vorher, 4 Tage vorher, etwa sowas, habe ich dann die Nachricht bekommen, dass in Aachen dieses Friday for Future, was war das? Demonstration, Festival, also halt ein Event, was es noch nie gab, das war ein Event, was noch niemals in der Geschichte von Aachen stattgefunden hat, zu erwarten, die ersten Zeilen, die ich da gelesen habe, dann, wo ich mich dann, weil ich musste mich ja wirklich dann, ich musste dann planen, so auch so Eventplanung, da musst du dich wirklich mal reinlesen, was zur Hölle passiert in der Stadt, weil wir müssen ja durch die Stadt dann. Und dann, als ich dann gesehen habe, dass es über 20.000 Leute in Aachen sein sollen, 6.000 Polizeibeamte in Aachen, alles wird abgesperrt, Da war die erste Route, die ich dann hatte, komplett sinnlos. Und dann musste ich innerhalb von 2 Tagen eine komplett neue Route, das war das einzige Ding, worauf ich überhaupt nachgedacht habe, welche Route nehmen wir, weil es einfach nicht funktioniert hat. Die ganze komplette Innenstadt, alle Bahnhöfe, überall war es abgesperrt. Bei uns hier, wir haben direkt hier gegenüber von unserem Shop, ist so ein nicer Spot, den sind wir erstmal gefahren. Und das war super entspannt, da haben wir auch die Hood Session schon mal veranstaltet, perfekte Curbs und nice, da gibt es mehrere, das ist so ein Kunstspot. Das in die Story gepostet hat, bei sich, wo die Spots sind,
Und ja, dann haben wir hier noch ein paar Vorbereitungen gemacht, so die neuen Boards sind angekommen. Und dann sind wir halt losgefahren. Erster Spot, ne, hier direkt um die Ecke, dieser Curb-Spot. Was ich auch krass fand, ist, dass Leute wirklich von weiter weg kamen, auch gefilmt haben, Fotos gemacht haben und alles, die ich auch vorher noch nicht gesehen habe, die ich auch gar nicht kannte. Das war richtig geil, auch mal ein paar neue Leute kennenzulernen. Vor allem auch Leute, die halt wirklich Bock hatten. Da waren ältere Leute auch dabei, die dann gesagt haben, ja, Go Skateboarding Day gibt es zwar in unserer Stadt oder in Köln oder so, aber das ist immer im Park. Und das sind Leute, die so Anfang 2000er geskatet sind, wo es nur Street gab, wo es nicht diese typischen Parks gab, wo noch nicht jeder im Park gechillt hat. Und ich bin eigentlich auch so im Skaten groß geworden, dass ich im Park geübt habe. Und dieses Gefühl hat der OG Puff hat es halt geschafft, das wieder ein bisschen zum Leben zu erwecken und es hat sich einfach richtig geil angefühlt. Vor allem fand ich auch die Spots sehr originell. Es waren keine einfachen typischen Spots, vor allem der erste. Und es wurden einfach geile Tricks gestanden. Lennart landete den ersten NBD auf jeden Fall. Olli und dann Gap Transfer Olli. Das war heftig mit anzusehen, weil natürlich man die ganze Zeit im Kopf hatte, dass er hängen bleiben wird und dann die Gefahr ist groß, dort ausgenockt zu werden. Einer der ekelhaftesten Spots überhaupt. Sehr, sehr krass, sowas zu sehen, dass er dann wirklich nach den 10 Versuchen, wo es echt knapp und schief war, durchgezogen hat, NBD gestanden hat. Richtig Props von mir nochmal, richtig geil. Die Footie, als ich danach nochmal im Nachhinein mir anguckt habe, hat es wirklich am Arschloch zusammengezogen. Und dann sind wir dann zu den nächsten Spots gefahren und dann die Downhills mitgenommen, richtig nice. Und der zweite Spot war dann halt die Aretstraße, bester Spot mit den geilsten Curbs drumherum. Mit der Eisenkante, was ein legendärer Spot. Also auch dieser Spot ist so ganz neu in Aachen, richtig geil, dass wir mal da sofort einen Go Skateboarding Day und da uns mal getroffen haben. Der Spot bietet aber natürlich sich sehr, sehr an, weil er so groß ist und überschaubar. Und wir hatten Glück an diesem Tag, dass auch keine Veranstaltung war. Das war halt Freitag, es war eigentlich immer noch ein Werktag. Und dort war halt, wir haben von dem ganzen Fridays for Future nichts mitbekommen. Perfect.
daneben dran noch so ein kleiner Kiosk und der Puff ist reingegangen, hat zu dem Typ gesagt, ja, ich würde gern 30 Bier kaufen. Und dann ist er wieder rausgekommen und hat gesagt, ey Jungs, da gibt's Freibier, aber nur 30 Stück. Das heißt, die ersten 30, die kommen, können sich dann gratis Bier abholen. Da sind alle da reingestürmt, haben sich mega gefreut. Und das war auch noch so ein kleines, weißt du, so die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. So, das war echt cool gemacht. Nach dieser Curb-Session, wo auch die ein oder andere Leckerei passiert ist, da waren ja wieder mal ne, Slappy Crooks, Nolly Flip, K-Nolly Flips, Nolly Heel, No Slides Out. Da war wieder alles dabei, was man nur so gerne sehen konnte. Dann natürlich musste das Ganze am Ende noch gekürt werden mit so einem Abschluss. Ne? Das Wichtigste ist an solchen Tagen, an solchen Ghost Skateboarding Days, ist ja natürlich dann immer so einen geilen Abschluss zu finden, dass man so, boom, es gibt eine letzte Session und die letzten Banger gehen down. Und dann hat man so ein Ende und dann war natürlich die 7er in der Adelstraße in dieser Schule dann auch perfekt. Fucking 2019. Bam! Danke, wenn wir dass ihr alle da wart. War krasses Häkchen. Das war unfassbar. Es war Aachen, wie es noch nie war, 18 Jahre lang. Krasseste Spotchecks gesehen. Wir haben Aachen, ist unfassbar. Doppel A, komm mal klar. Ich sag hier, einfach Olli, die feiern alle hier ab. Skateboarding in Aachen wird immer größer und größer und generell Skateboarding wird immer größer und größer. Ich freue mich sehr auf den nächsten Go Skateboarding Day. Ich denke und ich hoffe, ich konnte ein bisschen euch mal hier die Perspektive zeigen von meiner Sicht, wie wir das gemacht haben, was unser Ziel war. Und wir hatten halt unser Fridays for Future, wovon wir nichts mitbekommen haben. So ein fucking Go Skateboarding Day. Geil gefahren, geile Spots gesehen, Downhills mit der Gang, Stufen gefahren, Abschluss gehabt und der letzte Trick war auch noch perfekt. Kein verlorener Tag von Jonas Bakar, Treflip die 7 herunter. Es war einer der legendärsten Tage, die ich in diesen 18 Jahren Skateboarding jemals hatte. Wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer? Wer ist dein Dealer? Sag, wer ist dein Dealer?